Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part oder vielleicht sogar das Finale, der finale Part von Pokémon Schwarze Edition. Oder ist das jetzt noch nicht der letzte Part? Mal sehen. Ja, im letzten Part haben wir den letzten zwei Top 4 nun endgültig das Wasser gereicht. Und jetzt stehen wir jetzt schon vor dem Palast des Champs von Lauro. Mal sehen, was jetzt heute jetzt auf uns erwartet. So, ziemlich majestätisch sieht es hier aus, mit lauter Säulen. Da ist N. Der Albtraum ist endgültig vorüber. Nie mehr sinnlose Leid unter menschlicher Knute. Dank meinem Freund Zekrom sind die Pokémon nun frei. Er hat tatsächlich Lauro besiegen können. Oh Mann. Du schimpfst dich, Champ, und warst trotz deines Titels nicht imstande, mich aufzuhalten. Deine Gutmütigkeit ist deine Schwachstelle, Lauro. Nachdem dein Pokémon einer schweren Krankheit anheimgefallen war, der es letztlich erlag, durchstreiftest du ratlos die Einalregion, um die Leere in deinem Herzen zu füllen und deinen Schmerz zu lindern. Und sagenhafte Kämpfe hast du wohl auch deine seit langem nicht mehr bestritten, oder? Doch ich möchte dich deswegen nicht tadeln, im ganzen Gegenteil. Angesichts meiner Stärke geht es selbst der Champ in die Knie. Ich bin der stärkste Trainer von Einal und als solcher erteile ich allen Trainern weit und breit den Befehl, ihren Pokémon die Freiheit zu schenken. So hab doch Erbarmen! Ich hab doch nur um seine Sache. Eine Sache, trenne nicht das Band, welches Menschen und Pokémon eint. Das Schicksal hat sich zugunsten meiner Überzeugung ausgesprochen. Als es mir im Kampf gegen dich zum Sieg verhalf, die Würfel sind gefallen, Lauro. Du hast mir gar nichts mehr zu sagen. Ich hab dich bereits erwartet. In der Zukunft, auf welche ich einen Blick erhaschen konnte, warst du im Besitz jenes Steines, des Lichtsteines. Er reagiert auf die Anwesenheit von Zekrom. Halt! Dieser Ort ist der legendären Drachen-Pokémon unwürdig. Erhebe dich aus den Tiefen der Erde, oh du mein prächtiges Schloss. Und umgürte mit deinem machtvollen Gemäuer die Pokémon-Liga. Mein Schloss, aus dem finsteren Erdreich emporgestiegen, zu neuer Größe. Von der verschwindregenden Höhe seiner Zinnen werden die Befehle des neuen Königs in allen Winkeln der Einalregion widerhallen. Ich erwarte dich im Schloss, wo die endgültige Entscheidung gefallen wird. Werden die Pokémon endlich in den Genuss wahrer Mündigkeit und Freiheit kommen? Oder will das Schicksal, dass sie weiter mit uns Menschen zusammenleben? Das Schicksal wird der Schiedsrichter in unserem Kampf der Überzeugungen sein, dessen Ausgang die Welt verändern wird. Er hat es tatsächlich geschafft, Lauro zu besiegen. Unfassbar. Und er hat natürlich jetzt die gesamte Pokémon-Liga umgürtet mit seinem mächtigen Schloss, was wir jetzt gerade gesehen haben. Lauro, du siehst nicht so gut aus. Unter einem Champ stelle ich mir etwas anderes vor. Oh, du hast es geschafft.
Ja, ich habe alle Mitglieder der Top 4 bezwungen, auch wenn es wahrlich kein Zuckerschlecken war. Dann, lass dich beglückwünschen. Es ist mir gelungen, stärker zu werden, nachdem ich begriffen hatte, was ich eigentlich erreichen wollte. Red, bitte mach N klar, dass Menschen gerade deswegen stärker werden, weil sie Seite an Seite mit den Pokémon stehen und dass meine Pokémon auch durch mich auch sehr vieles gelernt haben und so stärker werden konnten. Ich habe verloren. Dabei wollte ich diesen frechen Naseweiß mit Hilfe der Kraft, die Menschen und Pokémon verbindet, gehörig in die Parade fahren und ihm zeigen, wie nichtig seine Luftschlösser sind. Oder liegt er am Ende mit seiner Vision doch richtig? Immerhin kann ich den Lauf der Dinge nur ändern, wenn man seine Träume zu verwirklichen sucht. Ich bitte dich, Red, zeige N, dass es nichts führt. Das Band zwischen Menschen und Pokémon durch Kit kappen. Ja, ich werde es dann definitiv tun. Ja, er hat nichts anderes mehr im Kopf, als nur, dass er leider verloren hat. Wir werden das jetzt dann endgültig doch durchziehen. Die Siegeshalle, die Ruhmeshalle, also unser Championkampf, wird jetzt in das große Schloss von N jetzt nun stattfinden. Und hier sind die Weisen. Wer sich in sein Schicksal fügt, wird fortbestehen. Wer sich ihm widersetzt, wird vergehen. Der Tugend folgt die Belohnung, dem Laster die Strafe. Was nützt alles Gewissen, wenn die Erfahrung fehlt? Wer einen Fehler begeht und ihn nicht behebt, begeht einen weiteren Fehler. Die Noblen leitet die Gerechtigkeit, die Niederen die Habgier. So wie im Himmel nur die Sonne steht, so folgt nur ein König das Volk. Alsdann, wir werden nicht zulassen, dass unserem König etwas zustößt. N mag es, ob des Scheiterns des Plans von Gezis vielleicht verzagen. Wir sechs werden dich jedoch hier und jetzt zur Strecke bringen. Ach ja? Und wen glaubt ihr wirklich, dass ihr dabei Erfolg verschieden sein wird? Die Arena-Leiter sind jetzt hier, um uns zu helfen. Das ist also wirklich bis hierher geschafft, Red. Du bist doch der Arena-Leiter von Maria City, oder? Ganz recht. Und ich bin nicht allein gekommen. Und die Rest kommt auch noch, um uns zu helfen. Ihr könnt einem fast leid tun. Nicht nur, dass wir ohnehin schon stärker sind als ihr. Wir sind doch auch noch in der Überzahl. Bemaledeite Arena-Leiter! Als Arena-Leiter könnt ihr doch nicht einfach die Augen davor verschließen, was Team Plasma hier veranstaltet. Außerdem hat die kleine Belle uns doch so nett um Hilfe gebeten. Der sagt ja gar nichts. So sieht's aus. Wir haben alles im Griff. Genau, alles im Griff. Träger des Lichtsteins, setz deinen Weg fort. Vielen Dank. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Hoffentlich auch. Wir können jetzt hier mal anschauen, was hier gibt. Hier ist ja gar nichts. Die kämpfen jetzt gegen die Weisen für uns, während wir jetzt ein bisschen den Weg bahnen können zu N. Die Musik ist einfach göttlich. So. Hier entlang. Das Finster-Trio. Nur keine Sorge, du kannst auch in deinem Schloss deine Pokémon heilen und einen PC benutzen. Gönne deinem Pokémon-Team als erstes ruhig mal ein kleines Päuschen in dem Zimmer dort. Der große N will schließlich, dass du bis in die tiefsten Tiefen dieses Schlosses vordringst. Okay, er will, dass ich dann hier reinkomme. Okay. Aber wir schauen jetzt mal dort drüben, was hier gibt. Hier gibt's noch weiter Trainerkämpfe, oder? Der große N hat unter Beweis gestellt, dass er sogar der stärker als der Champ ist. Viele Trainer sehen
zu N auf und dienen ihm freudig. Sie verfügen sich den Weisungen von Team Plasma anstandlos. Das werden wir doch mal sehen. Wir von Team Plasma haben die Pokémon, die wir von den Menschen geraubt haben, für unsere Zwecke benutzt. Die Pokémon können einem wirklich leid tun und sie können gar nicht anderes, als zu gehorchen. Na klar. Sie müssen ja leider gehorchen, denn wir sind deren Freunde. Pokémon sind Freunde für die Trainer. Und wen haben wir denn da? Ich bin die Muse der Liebe. Ich weiß, du bist der Trainer, der einen die Stirn bieten will. Ich finde, du hast dir deine Ruhepause verdient. Jetzt seid ihr wieder bei Kräften. Du und dein Pokémon-Team. Wenn Trainer ihre Pokémon in den Kampf schicken, tun sie als wenn sie niemals in der Absicht, dass diese dabei zu Schaden zu kommen. Tief in seinem Inneren weiß N dies wohl auch, dass er hat bereits zu lang in der Einsamkeit dieses Schlosses gelebt, als dass man ihm ein solches Entgegengeständnis entlocken könnte. Ich bin die Muse des Friedens. Ich spende N Ruhe und Gelassenheit. Von klein auf lebte N abseits jeglicher menschlichen Fürsorge. Stattdessen waren es die Pokémon an seiner Seite, die sich um ihn kümmerten. Geetis hat dafür gesorgt, dass N miteinander ansehen musste, wie Pokémon und von bösen Menschen ausgenutzt, unterdrückt und sogar verletzt wurden. Der sensible N teilte ihren Schmerz und seine Gedanken kreisten irgendwann nur noch um das Wohl der Pokémon. Bald darauf beschloss er, vom Wunsch beseelt, nach seinen Idealen zu streben. Seine Seele war so unschuldig und so rein und unverdorben. Doch es gibt nichts, was so schön und furchterregend zugleich ist wie die Unschuld an sich. Also wissen wir jetzt schon etwas mehr über N, dass N als kleines Kind von den Pokémon aufgewachsen wurde. Also, es wurde natürlich damit auch noch bestätigt, dass die zwei natürlich die Stiefschwestern von N andeuten würden. Aber mehr werden wir noch jetzt herausfinden später. Vielleicht wissen die Team Plasma Rüppel mehr. Dieses Schloss wurde vom Geheimen über viele Jahre hinweg unter Ausbeutung des geraubten Pokémon erbaut. Niemand schien davon zu wissen. Und da haben wir ein Item. Toptrank, obwohl es jetzt eher sinnlos ist. Die Rüppeln kämpfen ja gegen uns nicht mehr. Alles verlief nach dem perfekten Plan von Geetis. Es wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben, wie es schaffen konnte, die Menschen so geschickt zu lenken und zu beeinflussen. Ich hasse solche Menschen, die einfach nur manipulieren und einfach nur diese Sache glauben, dass wir grausam sind und so weiter. Aber mal sehen, hier haben wir noch ein PC hier. Da staunst du wohl, kleiner Streuner. Dieses Schloss hat das Ergebnis aller Mühen und Anstrengungen von Team Plasma, oder besser gesagt, der wissenschaftlichen Errungenschaft von Geetis. Mittlerweile sind wir sogar in der Lage, in das PC-Lagerungssystem einzudringen. Unser König muss nur den Befehl geben. Schon rauben wir die Pokémon aus den Boxen und geben ihnen die Freiheit. Also das heißt, wir haben jetzt auch unsere Pokémon in unseren Boxen, die werden dann irgendwann befreit, falls wir das nicht schaffen. Aber das werden wir nicht zulassen. Was haben wir hier? Dieses Pokémon hat mich richtig in sein Herz geschlossen. Dabei sehe ich ihm nichts weiter als ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck. Das soll einer verstehen. Ich brauche keine Items mehr, um Pokémon einzufangen. Kriegen wir einen Hyperball. Und willst du dich zur Pokémon-Liga begeben? Nee, danke. Mach ich nicht. Natürlich, hier kommen wir zurück zur Pokémon-Liga. Sonst müssen wir neu anfangen. Das wäre ziemlich scheiße. Hier ist wieder ein Finster-Trio. Ob N der ideale Held ist, werden wir wissen, wenn du mit ihm gekämpft hast. Und wir werden auch wissen, wie sehr du diese Welt in der Menschheit und Pokémon koexistieren wirklich beschützen willst.
Na gut, wir kommen jetzt langsam immer näher. Dieser Raum ist die Welt, in der N aufgewachsen ist. Mich lässt dieser Raum eher kalt, aber vielleicht ist es das bei dir ja was anderes. Mal sehen, das ist N's Raum. Für viele ist diese Musik jetzt ziemlich creepy und ich kann es nachvollziehen. Aber da kann man schon sehen, was für Spielzeuge N hatte. Ein Flugzeug hier oben. Darts. Hier mal ein Zug mit anderen Spielsachen. Ein ziemlich abgegriffener Basketball, das drauf steht, der Name Harmonia. Ein Eisenbahnset, das aus Schienen und einem Zug besteht. Er sieht aus, als sei erst kürzlich damit gespielt worden. War N wirklich noch als kleines Kind hier noch dabei? Naja. Dort ist ein Kunstdruck, auf dem geometrische Muster dargestellt sind. Es wurde kürzlich gespielt. Kann sein, dass N mit seinen Pokémon gespielt hat jetzt für eine kürzere Zeit? Keine Ahnung. Na gut. Was für Item haben wir jetzt gerade gesammelt? War das jetzt ein Top-Trank wieder? Ich glaube, ich nehme es halt als Top-Trank. Okay. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe jetzt nicht gelesen. Ich glaube, es war Top-Trank oder Top-Ether. Keine Ahnung. Was haben wir hier? In diesem nächsten Raum. Wir schauen jetzt jeden Raum um. Hier haben wir Top-Genesung. Wen haben wir denn da? An anderen weit entfernten Orten zogen Team Galactic und Team Rocket zu jener Zeit zu viel Aufmerksamkeit auf sich und hatten deshalb viele Probleme. Ah, die erwähnen jetzt schon auch schon die alten Bösewicht-Schurken. Team Rocket und Team Galactic, die kennen sogar. Anscheinend sind die schon jetzt verfeindet mit dieser Bande, aber Team Galactic hatte schon Probleme mit einem anderen Protagonisten, das war in der vierten Generation. Und natürlich den Protagonisten von der ersten Generation, Trainer Rot, hatte Team Rocket zerschlagen. Das war vor, weiß ich, wie viele Generationen das jetzt die Generationen abspielt. Ich glaube, das ist jetzt schon 3 oder 4 Jahre her. Oder 5 Jahre her. Von meiner Hinsicht her. Ich weiß nicht, wie die 5. Generation abspielt. Ich glaube, das liegt jetzt von der ersten Generation schon sehr lange her. Gestern, heute, morgen. Trainer, die ihre Pokémon gestern noch geliebt haben, schenken ihnen heute die Freiheit. Und morgen werden weitere Trainer ihrem Beispiel folgen. Versucht man den Menschen ihre Pokémon mit Gewalt zu nehmen, werden sie nur noch widersetzen. Manipuliert man sie hingegen, geschickt schenken sie den Pokémon aus sich heraus die Freiheit. Na gut, dann lass uns jetzt mal schnell nach oben gehen. Denn hier kommt der ultimative Showdown, Leute. Hier ist schon der letzte Ort, wo wir jetzt dann gehen werden. Und zwar demnächst geht es dann los. Oh! Geht's es? Was machst du denn hier? Willkommen, Träger des Lichtsteins. Dieses Schloss ist so plötzlich aus dem Nichts aufgetaucht ist und das die Pokémon-Liga umhüllt, steht als Symbol für die Veränderung im Einall. Der König dieses Schlosses wird von einem legendären Pokémon begleitet und ist der stärkste Trainer Einalls. Stärker als noch als der Champ. Tief in seiner Brust schlägt das heiße Verlangen, die Welt zu verbessern. Wenn man ihn nicht als Helden bezeichnen kann, wenn dann? Nun, alles ist vorbereitet. Wir werden die Menschen mühelos von unserem Standpunkt überzeugen. So kann die Welt, die ich mir, die Team Plasma, sich wünscht, endlich Realität werden. Die Pokémon gehorchen nur uns, ganz allein. Und all diese hilflosen Menschen werden uns zu Füßen liegen. Endlich! Lang genug hat es gedauert. All die Zeit, die Geheimhaltung, der Angst, der Plan konnte auffliegen.
Damit ist es nun vorbei. So, vorwärts. Wir werden jetzt überprüfen, ob du auch das Zeug zum Helden hast. Ja, das werden wir erst ihm zeigen, sobald wir N dann bezwingen werden im nächsten Part. Hoffentlich können wir N zur Vernunft bringen und, tja, hoffentlich werden wir einmal noch retten vor Team Plasmas Herrschaft. Also, gebt einen Daumen hoch, falls euch der Part gefallen hat und ein Abo dalassen, falls ihr neu seid und die Glocke wie immer aktivieren. Und damit ihr keiner meiner Parts verpassen werdet und meine zukünftigen Let's Plays verpassen werdet. Also, bleibt dran, wir sehen uns in der nächsten Folge von Pokémon Schwarze Edition. Dann geht es auf in den Kampf gegen N, um seinen Plan zu durchkreuzen. Bis zum nächsten Mal, haut rein, euer Red Pokétendo. Ciao!